Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir waren an einem kalten, aber wunderschön sonnigen Januartag in Römhild und haben uns sehr interessiert die Ausstellung des Steinsburg-Museums angeschaut, sowie das ehemalige Oppidum Steinsburg, das größte Bodendenkmal Thüringens. Hier möchten wir euch heute mitnehmen. Schon auf der Hinfahrt haben wir geahnt, dass das klare und sonnige Winterwetter heute perfekt für einen Ausflug in die Gleichberge ist. Speziell für die später geplante Begehung des kleinen Gleichbergs mit dem keltischen Oppidum Steinsburg. Denn dieser Berg ist nicht nur für seine historische Bedeutung, sondern auch für den enorm weiten Ausblick auf den Thüringer Wald bis in das Fichtelgebirge bekannt. Direkt auf dem Sattel der Gleichberge, also zwischen dem kleinen und dem großen Gleichberg, liegt das Steinsburg-Museum. Wie perfekt das Museum auf dem kleinen Gleichberg ausgerichtet ist, sieht man noch später im Video. Gemeinsam mit der wunderschönen Landschaft und dem archäologischen Denkmal bildet das Steinsburg-Museum selbst ein faszinierendes Ensemble. Zunächst ein paar Worte zum Museum selbst. Erst vor Ort wurde mir bewusst, dass auch das Museum selbst in seiner Eigenschaft zum einen als Baudenkmal sehr interessant ist, aber auch in seiner Eigenschaft als historischer Museums- und Forschungsstandort. Auf der Homepage ist dazu schön ausformuliert, das Museum vereint die Funde des größten Bodendenkmals Thüringens mit der Stätte ihrer Erforschung, Sammlung und musealen Präsentation. Die Geschichte des Museums begann mit den ersten archäologischen Funden im Jahr 1838, als Steinbrucharbeiter bei Straßenbauarbeiten auf eiserne Waffen und Geräte stießen. Fundort dieser Bestandteile der ehemaligen keltischen Siedlung war der Basalt des Außenrings am Nordtor der Steinsburg. Als prähistorische Siedlung wurde der Standort bei einer Exkursion im selben Jahr anerkannt. Diese Exkursion wurde durchgeführt von dem von Ludwig Bechstein gegründeten und geleiteten hennebergischen Altertumsforschenden Verein in Meiningen. Erste Forschungsergebnisse veröffentlichte der Römhilder Arzt Gottlieb Ernst Jakob, ein Mitglied des Vereins, in der Abhandlung »Die Gleichberge bei Römhild im Herzogtum Meiningen und ihre vorgeschichtliche Bedeutung«. Die archäologische Sammlung von Gottlieb Ernst Jakob bildete den Grundstock für das Museum. Im Jahr 1900 übernahm der aus Weimar stammende Archäologe Alfred Götze auf Antrag des Hennebergischen Altertumsforschenden Vereins die wissenschaftliche Erforschung der von der Zerstörung bedrohten Steinsburg und machte dies zu seiner Lebensaufgabe. Unter anderem auf Götzes Initiative geht schließlich auch der Bau des Steinsburg-Museums zurück, das am 15. September 1929 eröffnet wurde und als dessen Leiter er jahrzehntelang wirkte. Der Planungsbeginn begann jedoch bereits im Jahr 1918. Die Väter der Idee zu einer Museumsgründung waren neben Professor Götze auch der Bürgermeister Georg Riebel und der Förster Gundelwein. Zunächst fehlte es an finanziellen Mitteln. In den folgenden Jahren wurden Spenden gesammelt. Der ehemalige Bürger aus Heine bei Römhild, Christian Heurich, welcher zu dieser Zeit ein sehr erfolgreicher Brauereibesitzer in Washington D.C. war, stiftete 350.000 Mark. Die finanziellen Mittel gingen jedoch durch die Inflation wieder verloren. Die folgenden Jahre waren geprägt durch weitere Sammlungen finanzieller Mittel, wo auch erneut der Auswanderer Christian Heurich maßgeblicher Unterstützer war. Zudem wurde die Gemeinde der Steinsburg-Freunde durch Karl Kade gegründet. Für das Museum wurden zudem anschließend Baupläne erstellt und die erforderlichen politischen Beschlüsse eingeholt. Im Jahr 1929 konnte dann das Museum eröffnet werden. Der Direktor Professor Dr. Alfred Götze sagte hierzu: Wo gibt es in Deutschland ein Vorgeschichtsmuseum, in dem man die Funde in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fundstelle selbst hat, wo neben den Kleinfunden im Museum auch die baulichen Anlagen und was für welche dem Studium unmittelbar zur Verfügung stehen,
Die Burg ist gewissermaßen eine Erweiterung des Museums. Ein Freiluftmuseum allergrößten Ausmaßes. Beides, Steinsburg und Steinsburg Museum, bildet eine gegenseitig sich ergänzende Einheit, wie sie schöner nicht gedacht werden kann. Möge das Steinsburg Museum im Sinne seiner Stifter eine Rüstkammer für die Wissenschaft, eine Quelle der Belehrung und Erbauung für die Bevölkerung und ein hehres Mittel für die Belebung der Heimatliebe werden. Man beachte auch das wunderschöne Treppenhaus. Wir beginnen nun mit dem Rundgang in der Ausstellung. Vorneweg möchte ich erwähnen, dass das Video keinen Besuch des Museums ersetzen soll. Ich habe ganz bewusst nicht jeden Gegenstand gefilmt. Um einen Besuch in Römhild werdet ihr als Interessierte ohnehin nicht herumkommen, da ihr auch das Oppidum Steinsburg selbst einmal vor Ort persönlich erleben solltet. Die Ausstellung ist gegliedert nach den verschiedenen Epochen. Der Beginn der Ausstellung handelt von der Zeit des Mesolithikums, der Mittelsteinzeit von 8000 bis 5500 vor Christus und dem Neolithikum, also die Jungsteinzeit zwischen 5500 bis 2000 vor unserer Zeitrechnung. Hier ist ein sogenannter Gewichtswebstuhl zu sehen, welcher oft in kleinen, eingetieften Hütten zu finden war. Mit ihnen war es möglich, gemusterte Stoffe in Leinen herzustellen. Das Mesolithikum begann mit dem Ende der letzten Eiszeit, wo es zu einer Klimaverbesserung in Südthüringen kam. Daraufhin setzte eine Bewaldung ein. In den Wäldern lebten Elche, Rothirsche, Rehe, Wildschweine, Auerochsen und Braunbären. Neben Fischen und Bären hatten die Menschen dadurch eine vielfältige Nahrungsquelle. Diese Zeit war somit vom Jagen, Sammeln und Fischen geprägt. Die Besiedlungsdichte war gering. In Südthüringen fanden sich Jägerlager bei Henfstedt-Strick und auf der Widderstadt bei Jüchsen. Die Mittelsteinzeit war geprägt von Werkzeugen aus Feuerstein, Felsgestein, Knochen, Geweih, Tierzähnen, Holz, Rinde und Bast. Die meist geschäfteten sehr kleinen Hornstein- und Feuersteingeräte, sogenannte Mikrolithen, dienten als Pfeilspitzen sowie als Messerschneiden und Schaber zum Bearbeiten von Holz und Fell. Das Neolithikum, die Jungsteinzeit, begann, als der Mensch anfing, sesshaft zu werden. Statt nur zu jagen und zu sammeln, war diese Zeit durch Ackerbau und Viehzucht geprägt. Begonnen hat diese Entwicklung in Kleinasien und breitet sich ab etwa 5500 vor Christus nach Mitteleuropa und damit nach Südthüringen aus. Angebaut wurden in dieser Zeit Einkorn, Emmer, Dinkel, Weizen und Gerste, aber auch schon Lein, Möhren, Erbsen und Linsen. In dieser Zeit entwickelte sich auch der Hausbau, die Töpferei, Textilverarbeitung und Möglichkeiten der Steinbearbeitung durch Bohren und Schleifen. Zu sehen ist hier eine steinzeitliche Reibmühle. Man musste damals 40 Minuten circa reiben, um für 3 bis 4 Personen genug Mehl für eine Mahlzeit herzustellen.
Neolithikum wurden neben Felsgesteinen Feuersteingeräte zum Schneiden und Bohren genutzt. Feuersteinklingen mit schrägem Hochglanz und anhaftendem Harz lassen ihre Nutzung als Teile von Erntegeräten, also von Sicheln, erkennen. Die bäuerliche Wirtschaft und der Hausbau forderten spezialisierte Holzbearbeitungsgeräte. Parallel geschäftete Beile und durchlochte Schuhleistenkeile wurden genutzt zum Fällen und Zerteilen von Baumstämmen. Die Ausstellung geht nun über in die Bronzezeit. Diese Zeit ist berühmt für die Hügelgräberkultur. Zu dieser Zeit existieren zahlreiche regionale Bevölkerungsgruppen. In Osthessen und Südthüringen werden diese zur sogenannten Fulda-Werra-Gruppe zusammengefasst. Dass es eine relativ dichte Besiedlung gab, ist erkennbar an einer großen Zahl an Grabhügeln und Körperbestattungen mit teilweise reichen Beigaben. Der soziale Status der begrabenen Personen war erkennbar an Bau, Größe und Grabausstattung der Hügelgräber. Wenn ihr euch für das Thema Hügelgräber interessiert, dann möchte ich euch noch zwei Videos von mir empfehlen aus dem Landkreis Bamberg. Als wir Hügelgräber besucht haben, die kann ich euch gerne unten mal in der Infobox verlinken. Zu sehen sind nun die bronzezeitlichen Bestandteile der Männertracht. Fundgegenstände aus Dillstedt, Einödhausen, den Gleichbergen und weiteren Orten. Dazu gehören Schwerter, Armringe, Gewandnadeln, Dolche, Pfeilspitzen und Sicheln. Hier sieht man nun die weiblichen Ausstattungsstücke mit Brillennadeln, Radnadeln, Halskragen, Hakenspiralen und Schmuckscheiben. Und hier ist auch beispielhaft die Tracht einer wohlhabenden Frau zu sehen mit einer ärmellosen Bluse aus gewalktem Wolltuch, einem schleierartigen Umhang und Armschmuck. Und hier ist der reiche Bronzeschmuck einer Aristokratin zu sehen, welche vermutlich auch eine Priesterin war. Der Fundort ist Henfstedt. Bronze war in der Bronzezeit der neue Rohstoff, aus dem Werkzeuge, Waffen und Schmuck hergestellt wurden. Dennoch blieben auch Steingeräte weiterhin in Gebrauch. Funde aus dieser Zeit vom kleinen Gleichberg lassen erahnen, dass es zu dieser Zeit eine Höhensiedlung gab, die aber noch nicht befestigt war. Es geht nun weiter in die Eisenzeit. Hier sind zunächst Ausgrabungen des Hügelgräberfelds Merzelbach zu finden. Hier haben ca. im 7. Jahrhundert vor Christus Brandbestattungen stattgefunden. Auf dieser Karte ist das Ausbreitungsgebiet der Kelten und deren Wanderungsbewegungen dargestellt. Eisen war nun der neue bedeutende Rohstoff, durch den die Eisenzeit ihren Namen erhielt. Die ältesten Eisengegenstände aus Südthüringen stammen aus Grabhügeln des 7. und 6. Jahrhunderts vor Christus. Eisen wurde schon in der Hallstattzeit, quasi die ältere Eisenzeit, genutzt zum Wagenbau. Bronze blieb aber weiterhin wichtig. In der sogenannten Latenzzeit setzte sich die Bedeutung des Eisens endgültig durch, auch da der Rohstoff dann besser verfügbar wurde und auch durch technische Fortschritte in der Verarbeitung. Das Eisen wurde bei ca. 1200 Grad Celsius geschmolzen. Hier sieht man einen Schnitt durch einen keltischen Verhüttungsofen. Dieser zeigt den Aufbau, nämlich aus Holzkohle und Roteisenstein, Hämatit. Rund um die Steinsburg gibt es insgesamt mehr als 1000 Eisentunnel. Die Werkstätten der Steinsburg waren in der Lage, den eigenen Bedarf zu decken und Überschüsse zum Tauschen und Handeln zu produzieren. Hergestellt wurden verschiedene Hammerformen, Zangen, Durchschläge, Punzen und unterschiedliche Feilen. Im Folgenden geht es um die Entwicklung des Oppidums Steinsburg von der Urnenfelder Zeit im 10. Jahrhundert vor Christus bis in die jüngere Latenzzeit im 1. Jahrhundert vor Christus.
In der Urnenfelder Zeit war die Steinsburg militärisches, wirtschaftliches sowie politisches und kultisches Zentrum über das Gebiet eines einzelnen Stammes hinaus. Die archäologischen Funde spiegeln die überregionale Bedeutung wider. Die älteste Befestigung entstand am Ende der Bronzezeit. Sie bestand aus dem Gipfelring und der Außenmauer. In der Späthallstattzeit und der frühen Latenzzeit umfasste die Steinsburg-Festung 46 Hektar. Das Gipfelplateau, die sogenannte Akropolis, trug vielleicht ein Heiligtum. Die Hänge unterhalb des Gipfels wurden besiedelt. Die Gebäude standen auf Wohnpodien. Es bestand ein Gipfelring und unterhalb die veränderte Hauptmauer. In einer Werkstatt damals wurden die bekannten Vogelkopffibeln im früheren Latenzstil hergestellt. Dennoch erfolgte anschließend zunächst ein Rückgang der Bedeutung der Steinsburg im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus. Die jüngere Latenzzeit war dann die Blütezeit der keltischen Oppida. In dieser Zeit wurde die Steinsburg erneut ausgebaut. Die Innenfläche betrug dann 68 Hektar. An dieser Stelle wurden verschiedene Konstruktionstypen von Mauern gezeigt. Die erste ist eine Murus Gallicus, eine gallische Mauer. Hier ist der mitteleuropäische Mauertyp zu sehen, bestehend aus einer Front mit senkrechten Pfosten und Trockenmauerwerk. Der Typ Steinsburg ist eine Mauer aus zwei Außen- und Binnenmauern, die aus Basaltblöcken aufgeschichtet sind. Dazwischen ist Basaltschutt. Nun ein paar Worte zur Landwirtschaft. Um die Steinsburg wurden zahlreiche Pflugschabeschläge, Sensen und Sensenringe gefunden, welche ein Hinweis sind auf die große Bedeutung der Landwirtschaft für die Steinsburgbewohner. Es gibt aus der Späthallstatt und der Latenzzeit Getreidefunde von der Steinsburg. Diese belegen, dass Einkorn, Emmer, Zwergweizen, Gerste, Hirse, Bohnen, Erbsen und Linsen angebaut wurden. An Haustieren hielt man Rind, Schwein, Schaf und Pferd. Die Ernährung der Menschen bestand zu dieser Zeit aus Hirsebrei, Weizenmehl und Gerstenbrei. Diese konnte man als Nahrungsreste an Keramikscherben feststellen. Nur durch Zisternen möglich gewesen. Tiefer gelegene Quellen wurden zum Teil angestaut. Sie dienten zur Versorgung der Handwerker mit Brauchwasser sowie zur Trinkwassergewinnung. Also wir stehen jetzt vor diesem Modell. Da konnte man sich einen circa vierminütigen Bericht anhören, direkt über das Oppidum. Und wirklich toll ist, dass man halt direkt dahinter durch dem Fenster durchschauen kann und dann eben diesen Berggipfel sieht. Da gehen wir heute natürlich auch hin. Dazu wird es aber voraussichtlich ein separates Video geben. Hier ist eine Drehmühle zu sehen. Das Rohmaterial, nämlich Granit, Sandstein und Porphyr, wurde aus 8 bis 50 Kilometer Entfernung geholt. Bei geringerer Anstrengung konnte man damit mehr und auch feineres Mehl im Vergleich zu Reibmühlen herstellen. Für die Steinsburgbewohner war auch Holz ein bedeutender Rohstoff, was zahlreiche Funde an Holzbearbeitungsgeräten zeigen. Die Textilverarbeitung zu dieser Zeit erfolgte im Hauswerk. Mehr als 500 Spinnwirtel von der Steinsburg stammen aus der Zeit der Hallstatt und Latenzzeit. Besonders Schafwolle war ein wichtiger Rohstoff für die Textilherstellung. Zudem fertigte man eine Art Stempel bzw. Druckgerät an, mit welchem man Muster auf Stoffe drucken konnte. Die Kelten brachten zudem die Töpferscheibe nach Mitteleuropa. Seit dem 4. und 3. Jahrhundert vor Christus findet sich Drehscheibenkeramik in Siedlungen und Gräbern. Hier ist eine keltische Büste zu finden, die auch als Heroenkopf bezeichnet wird.
Der Fundort ist Mittelböhmen in Tschechien und die Büste stammt etwa aus dem 2. oder 1. Jahrhundert vor Christus. Nun ein paar Infos zum Thema Bestattung und Totenkult. Üblich waren Leichenverbrennungen unter Grabhügeln und einfache Urnenbestattungen. Seit dem 6. Jahrhundert vor Christus wurden in bestehenden Hügeln und Flachgräbern Körperbestattungen vorgenommen. Für die keltische Bevölkerung waren Beisetzungen mit Schmuck und Waffen üblich. Nun ein paar Informationen zu Kleidung und Schmuck. In den schriftlichen Quellen wurden bunt gefärbte Hosen aus glatten oder wollenen Stoffen kombiniert mit gestreiften Mänteln als Kleidungsstücke der Kelten genannt. Zur Kleidung trugen die Frauen Halsringe, Fibeln und mehrere Armringe. Männer erhielten ihre Waffen als Beigaben. Die Kleidung wurde während der Latenzzeit durch Gürtel mit eisernen und bronzenen Haken komplettiert. Fibeln sind Gewandspangen, die nach dem Prinzip der Sicherheitsnadeln funktionieren. Da sie modeabhängig sind, sind sie wichtig für die Chronologie der Hallstatt- und Latenzzeit. Hier werden Funde gezeigt, bei denen es sich vermutlich um Handelsgut handelte. Glasarmringe, Keramik aus Graphit, Ton und Eisenbarren sind Erzeugnisse, die über ein System von Fernhandelswegen in das Gleichberggebiet gelangten. Nun zum Thema Bewaffnung. Waffenfunde auf der Steinsburg unterstreichen die militärische Funktion der Höhensiedlung. Typische Waffen waren Schwert, Lanze, Wurfspeer und Schild. Das Schwert ist dabei das Standessymbol des Kriegers. Schilde sind seit dem 4. Jahrhundert vor Christus üblich. Von ihnen erhalten sind die eisernen Beschläge. Hier ist ein typischer keltischer Krieger zu sehen. Das Schwert, das ihn als keltischen Krieger ausweist, sowie eine große Lanzenspitze, Speere und ein Schild, gehören zu seiner Ausstattung. So sahen in etwa die Kelten aus zur Zeit, als sie gegen die Römer gekämpft haben. Der Kalk wurde zum Weißen der Haare verwendet. Die Haare standen dadurch vom Kopf ab und man sah umso furchterregender aus. Am Ende der Ausstellung wird die Wallfahrtskapelle St. Michael auf der Steinsburg erwähnt, eine noch immer erhaltene Ruine. Die unter Leitung von Professor Götze von 1935 bis 1940 durchgeführten Ausgrabungen konnten mehrere Bauphasen der 1517 erstmals erwähnten Kapelle nachweisen. Die Bergkirche wurde 1527 durch einen Blitzschlag zerstört. Wir sind nun mit der Ausstellung fertig. Wir fanden es sehr schön und interessant. Wir können euch empfehlen, auch mal hierher zu kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei dem Team des Steinsburg-Museums und dem Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens bedanken. Mein Dank richtet sich vor allem an Herrn Dr. Seidel, Frau Rudolf, Frau Zygmunt und Frau Schreiner. Es war mir eine große Ehre, dass ich dieses Video erstellen und veröffentlichen darf. Ich habe dabei auch selbst einiges zu diesem interessanten Thema gelernt. Vielen Dank für die unkomplizierte Abstimmung und die herzliche Begrüßung vor Ort. Schaut gerne nun im Anschluss mein Video zu unserer Wanderung auf den kleinen Gleichberg,
als wir die Reste des ehemaligen Oppidums vor Ort betrachtet haben. Dieses erscheint eine Woche nach diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!